Begrüßen Sie jetzt Dr. Jörg Schillinger, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Pressesprecher. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Kommunikationskongress 2013 im Berliner Kongresscenter. Er ist in diesem Jahr eine ganz besondere Veranstaltung. Zum 10. Mal treffen sich Kommunikationsexperten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft auf der größten Fachkonferenz des professionellen Kommunikationsmanagements im deutschsprachigen Raum, um über die neuesten Kommunikationsstrategien und Trends zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und zu netzwerken. Auch der Bundesverband Deutscher Pressesprecher feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Mit mehr als jetzt 4.400 Mitgliedern ist der BDP der größte Kommunikationsverband Deutschlands und die führende berufsständische Vereinigung für Pressesprecher und Kommunikationsbeauftragte aus Unternehmen, Verbänden, Organisationen und Politik. Kommunikationskongress und Bundesverband Deutscher Pressesprecher, das bedeutet ein erfolgreiches Jahrzehnt der Förderung des Kommunikationsmanagements und seiner Akteure. Auch für mich persönlich ist dies ein ganz besonderer Termin. Seit der Gründung des BDP im Jahr 2003 war ich in unterschiedlichen Funktionen im Verband ehrenamtlich aktiv. Zunächst als Landessprecher in Bremen-Niedersachsen und dann seit 2009 als Präsidiumsmitglied. Nun stehe ich zum ersten Mal als Präsident des Verbandes vor Ihnen, zu dem ich gestern von den BDP-Mitgliedern gewählt worden bin. Ich freue mich auf die spannende und herausfordernde Aufgabe, die sehr gute Arbeit meiner Vorgänger Uwe Dolderer und Lars Großkurt fortzuführen und auszubauen. An dieser Stelle möchte ich insbesondere meinen Dank an Uwe Dolderer richten, der den Verband als Präsident in den letzten zwei Wahlperioden mit sehr viel Engagement und mit sehr viel Erfolg geführt hat. Uwe, ganz herzlichen Dank. Mit ihm habe ich als Präsidiumssprecher in den vergangenen 4 Jahren eng zusammengearbeitet und er hat mich in meiner Präsidentschaftskandidatur sehr unterstützt. Auch bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen nochmals herzlich bedanken. Unseres Jubiläums gebührend haben wir zu diesem 10. Kommunikationskongress hochkarätige Referenten eingeladen. Im Vordergrund steht dabei das Thema Exzellenz in der Kommunikation. In einer Zeit, in der politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse durch eine rasante Dynamik gekennzeichnet sind, steht auch unsere Profession vor der Aufgabe, neue Herausforderungen und neue Schwierigkeiten zu meistern. Daher ist es unser Ziel, auf diesem Kongress Wissen zu vermitteln, das es uns ermöglicht, unseren Job noch besser zu machen. Darum haben wir Exzellenz als leitendes Thema gewählt und es uns zur Aufgabe gemacht, Wege zur Exzellenz herauszuarbeiten. Doch was ist Exzellenz? Wie kann man sie definieren und wie kann man sie erreichen? Wie kann man sie messen? Wie ein Blick in die Geschichte zeigt, sind es die brillanten und herausragenden Persönlichkeiten, die ihre Zeit in entscheidendem Maße beeinflussten und prägten. Man denke an berühmte Erfinder wie Gutenberg, Galileo, Edison, Watt, Ford, Pasteur oder Röntgen, die durch ihre revolutionären Erkenntnisse die Welt der Medien, der Astronomie, der Elektrizität, der Industrie sowie der Medizin für immer veränderten. An Mozart, Beethoven, Bach, Shakespeare, Goethe, Schiller oder Wilde, deren Werke die Weltliteratur und die Welt der Musik in außerordentlichem Maße bereicherten und unschätzbar wertvolle Kulturgüter darstellen. An Aristoteles, Platon, Rousseau oder Locke, deren staatstheoretisches Gedankengut den Weg zur Demokratie ebnete. Sich auf große und brillante Persönlichkeiten der Weltgeschichte und ihre herausragenden Leistungen für die Menschheit zu besinnen, ist dabei nur eine der sehr vielfältigen möglichen Arten, sich dem Thema Exzellenz zu nähern. Wir wollen auf diesem Kongress jedoch auf anderem Weg in diese komplexe Materie eintauchen. Heute, am ersten Kongresstag, wird beispielsweise Professor Walter Krämer, Leiter des Instituts für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der TU Dortmund, Faktoren ansprechen, die Exzellenz verhindern. Panik, Angst und Risikoscheu blockieren oft unnötigerweise den Ausbau unserer Potenziale. Dr. Sebastian Ulbrich von der Fachhochschule Nordwestschweiz wird morgen der Frage nachgehen, wie Raum und Zeit mit Exzellenz und Wohlbefinden zusammenhängen. Denn moderne Wissenschaft findet fast immer in Büroräumen statt.
Wie können wir dort eine gute Balance zwischen exzellenter Leistung und Wohlbefinden schaffen? Auch in der Keynote-Rede des Philosophen und Publizisten Richard David Precht am Nachmittag wird Exzellenz thematisiert. Er nimmt Bezug auf die Bildungsgesellschaft und unser Bildungssystem. Entspricht die Wissensvermittlung noch den Anforderungen, die die heutige Gesellschaft an uns als Individuen stellt? Was bedeutet Wissen in einer globalisierten und digitalisierten Welt? Wie schaffen wir es, Wissen sinnvoll zu verknüpfen und auf unser Leben anzuwenden? Deutschland verfügt über den größten Zeitungsmarkt Europas mit bedeutenden überregionalen Blättern. Als Leser erwarten wir natürlich exzellenten Journalismus. Aber funktionieren die alten Geschäftsmodelle in Zeiten sinkender Auflagen noch? Der Geschäftsführer der Zeit, Dr. Rainer Esser, wird im Anschluss an die Keynote-Rede zu diesem Thema sprechen. Neben den Keynotes erwarten Sie natürlich wieder zahlreiche weitere spannende Einzelvorträge. Interne Kommunikation, CSR und Nachhaltigkeit, Social Media, Marken- und Arbeitgeber-PR, strategische Kommunikation sowie Krisenkommunikation sind nur einige Themen, die heute bearbeitet werden. Bereits am ersten Kongresstag gibt es über 50 Vorträge in Best Cases, Workshops und Diskussionen. Ein ähnlich umfangreiches Angebot erwartet Sie am Freitag. Das ist europaweit einzigartig im Bereich Kommunikationsmanagement. Das vielfältige Themenspektrum umfasst dabei sowohl den politischen, kulturellen, wissenschaftlichen als auch den gesellschaftlichen Bereich. Es ist ein Programm, das die elementare strategische Bedeutung der Kommunikation in Unternehmen, Institutionen und Organisationen reflektiert. Aufgrund der Bundestagswahlen wird natürlich auch die Politik im Fokus stehen. Nach einem intensiven Wahlkampf wurde zum 18. Mal in der Geschichte der Bundesrepublik der Bundestag gewählt. Erneut konnte sich die CDU mit der relativen Mehrheit behaupten und Kanzlerin Merkel wird 4 weitere Jahre als Bundeskanzlerin das Land regieren. Doch was genau waren die Themen und Strategien des Wahlkampfes? Welche Ansprache hat funktioniert und welche Kampagnenidee ist wirkungslos verpufft? Diesen Fragen werden wir in der heutigen Abschlussdiskussion nachgehen und eine eingehende Analyse des Verlaufs der Bundestagswahlen 2013 machen. Bei der Gesprächsrunde dabei sind gestandene Wahlkampfmanager. Peter Radunski war Wahlkampfleiter und Helmut Kohl hat Bundestags- und Europawahlen gemanagt und verfügt über jahrelange Erfahrung in der Politik und Politikberatung. Frank Staus hat im Wahlkampf unter anderem für Gerhard Schröder, Peer Steinbrück und Kurt Beck gearbeitet und ist als Buchautor ein gefragter Talkshow-Gast. Rudolf Hochfliet ist Regierungssprecher in Baden-Württemberg und hat 2011 als Wahlkampfmanager Winfried Kretschmann zum Sieg geführt. Mit den Gründern und Geschäftsführern der Umfrageinstitute Forsa und Emnet, Manfred Güllner und Klaus-Peter Schöppner, sowie Markus Feldenkirchen vom Spiegel, sprechen Sie über den Höllenritt. Moderiert wird die Runde vom Chefredakteur des Tagesspiegel, Lorenz Marold. Den Kongress eröffnen wir mit einem besonderen Thema für die deutsche Wirtschaft. Ein großes Problem für Unternehmen und damit auch für Sie als Kommunikatoren stellt die Abwanderung von exzellenten und fähigen Köpfen ins Ausland dar. Gerade diese Leute aber haben für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft sowie für das Gemeinwohl eine elementare Bedeutung. Der Ökonom Hans-Werner Sinn spricht in seiner Eröffnungs-Keynote über diesen Brain Drain. Brain Drain bedeutet wörtlich Gehirnabfluss. Gemeint ist Talentschwund. Die Abwanderung der Intelligenz einer Volkswirtschaft und die damit verbundenen erheblichen volkswirtschaftlichen Verluste. Der Gegensatz zu diesem Phänomen wird als Brain Gain bezeichnet. Also die volkswirtschaftlichen Gewinne durch die Einwanderung besonders gut ausgebildeter oder talentierter Menschen aus anderen Ländern. So stellte sich beispielsweise als innerdeutsche wirtschaftliche und auch politische Problematik bereits der Abfluss von Humankapital in Form von Gebildeten aus der DDR in die Bundesrepublik und angrenzende Länder dar. Zahlreiche Akademiker, darunter viele Ärzte, verließen die DDR vor und auch noch nach dem Mauerbau 1961. Dieses Problem betraf und betrifft weiterhin auch andere Länder des ehemaligen Ostblocks. In Europa gewinnt der Begriff wieder mehr Bedeutung mit der Diskussion um die Schaffung eines europäischen Forschungsraums. Man kann dabei mehrere Phänomene unterscheiden: innereuropäischer Braindrain von südlichen und östlichen Ländern in die reicheren Länder der EU, Braindrain aus Europa und aus Asien, vor allem China, in die USA, Braindrain aus Deutschland in andere Länder mit besseren Arbeits- oder Forschungsbedingungen. Die Schweiz, Großbritannien, die skandinavischen Länder sowie die Benelux-Staaten gehören zu den europäischen Ländern mit der geringsten Abwanderung qualifizierter Kräfte. In Deutschland sieht es leider ganz anders aus. Die besten Köpfe, insbesondere aus dem wissenschaftlichen Bereich, gingen und gehen vor allem in die USA.
Gründe dafür sind laut Studien die schlechte Bezahlung und beispielsweise das schwer nachzuvollziehende Berufungsverfahren für Professorenstellen in Deutschland oder die bessere Betreuung von Forschung im Ausland. Eine verheerende Folge für die deutsche Volkswirtschaft. Mehr als 1 Million Euro kostet es dem Münchner IFO-Institut zufolge den deutschen Steuerzahler, wenn sich eine 30-jährige Ärztin ins Ausland verabschiedet. Nach Angaben der Bundesärztekammer sind knapp 16.000 Ärzte aus Deutschland im Ausland tätig, Tendenz steigend. Und im Augenblick kommt nur jede vierte ausgewanderte Fachkraft zurück nach Deutschland. Laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hinkt Deutschland ebenfalls bei der Zuwanderung hochqualifizierter Fachkräfte international hinterher. Deutsche Arbeitgeber suchen demnach nur selten Fachkräfte im Ausland, offenbar zu selten. Denn selbst Unternehmen, die mit einem Mangel an qualifizierten Mitarbeitern rechnen, ziehen diese Möglichkeit kaum in Betracht, heißt es in einem Bericht der OECD zur Arbeitsmigration. Zudem schreckt der bürokratische Ruf des deutschen Systems viele Ausländer ab. Professor Hans-Werner Sinn gehört zu den einflussreichsten und bedeutendsten Ökonomen Deutschlands. Er ist Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und seit 1999 Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, eines der größten Wirtschaftsforschungsinstitute Deutschlands. Er ist einer der renommiertesten deutschen Wirtschaftswissenschaftler und stößt in seiner Position immer wieder wichtige öffentliche Debatten an. Das Magazin Cicero wählte ihn in diesem Jahr unter die wichtigsten 20 deutschen Intellektuellen. Und für den britischen Independent gehörte Sinn 2011 im Zusammenhang mit der Analyse der Finanzkrise sogar zu den 10 einflussreichsten Menschen der Welt. Als einziger Deutscher wird er bei Bloomberg in der Liste der bedeutendsten Persönlichkeiten der Wirtschaft genannt. Hans-Werner Sinn scheut keine Kontroverse und hat in der Vergangenheit bereits manches Mal mit seinen Positionen polarisiert. Eines seiner großen Forschungsgebiete sind die Bedingungen und Probleme des längerfristigen wirtschaftlichen Wachstums. In der Keynote Brain Drain oder Brain Gain, wohin gehen die Talente, widmet er sich jetzt dem Problem der Abwanderung von Hochqualifizierten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erkläre hiermit den Kommunikationskongress 2013 für eröffnet und wünsche Ihnen zwei informative, spannende und vor allen Dingen kommunikative Tage. Und ich habe noch aktuell anzufügen eine Maßnahme der Regie, damit Sie wissen, wo Sie hingehen können. In den vergangenen Jahren konnten wir draußen vor dem Haus ein Catering machen. Wegen des schlechten Wetters ist für Sie im Geschoss A, im Kellergeschoss, heute reichlich Essen aufgebaut. Das zur Regie. Begrüßen Sie nun mit mir gemeinsam Professor Hans-Werner Sinn. Ja, lieber Herr Schillinger, meine Damen und Herren, ich bin sehr geehrt, hier eingeladen zu sein, bei Ihnen beim Kongress der Pressesprecher vorzutragen. Und es trifft sich gut, das IFO-Institut sucht nämlich gerade einen, das ist ernst gemeint. Also, wer Interesse hätte, könnte sich bewerben, das ist ernst gemeint. Aber das ist nicht der Grund, dass ich komme. Keine Sorge, denn das war ja schon lange vorher ausgemacht. Ja, es gibt eine Zeit der unglaublichen Migrationsströme. Die Wanderungen sind so stark wie zur Zeit der Völkerwanderung, eigentlich noch viel stärker, wie die Vereinigten Nationen in einer Studie festgestellt haben. Deutschland braucht auf jeden Fall Humankapital, um diesen Begriff zu verwenden, den Sie gerade benutzt haben, Herr Schillinger. Denn wenn wir nichts tun, sterben wir aus. So einfach ist das. Sie sehen hier die Fertilitätsraten der verschiedenen Länder, der OECD-Länder, und Sie sehen Deutschland ziemlich weit unten, dieser gelbe Balken. Natürlich Portugal, Polen, Südkorea, Ungarn führt man noch an als Länder, die niedriger liegen, Italien, Japan ein bisschen drüber. Fertilitätsrate ist die Zahl der Kinder pro Frau. Man kann aber noch eine andere Zahl nehmen, das ist die Zahl der Kinder pro 1000 Einwohner, die neu geboren werden. Und schauen Sie mal hier, da sind wir am
äußersten Rand. Es gibt kein Land auf der ganzen Erde, wo so wenig Babys geboren werden, wie relativ zur Bevölkerung wie in Deutschland. Bei uns kommen nämlich zwei Effekte zusammen. Wir haben also sehr wenige Menschen im gebärfähigen Alter. Unsere Fertilitätsrate ging schon viel früher zurück als anderswo. Und die wenigen, die wir haben, haben dann auch noch relativ wenig Kinder, machen uns zum Weltmeister bei der Kinderlosigkeit. Aber die Migranten kommen ja. Hier sehen Sie die Haupteffekte. Wir haben seit dem 1. Mai 2011 die Freizügigkeit für Arbeitnehmer hergestellt in Europa. Deutschland hatte sich ja eine Wartefrist ausbedungen nach dem Beitritt der Ostländer. Und jetzt dürfen sie also kommen. Selbstständige und Nicht-Arbeitnehmer durften auch schon vorher kommen. Das ist ein Effekt. Und der zweite Effekt ist, die Finanzkrise hat ja den Kippschalter in Europa umgestellt, während vor der Finanzkrise das deutsche Kapital irgendwo sonst in der Welt hinging, nach Osteuropa, Südeuropa, Amerika, ist es jetzt anders. Man traut sich nicht mehr raus, investiert zu Hause und in Deutschland boomt. Und da, wo das Kapital hingeht, da gehen auch die Menschen hin. Aus Südeuropa haben wir derzeit eine enorme Zuwanderung in neue Arbeitsplätze, die in Deutschland stehen. Wir sind also, wenn Sie so wollen, Krisengewinnler, insofern als die Zeit, wo das Kapital uns weglief, vorbei ist. Hier sehen Sie den Wanderungssaldo für Deutschland. Das sind die Deutschen. Wir hatten eine starke Zuwanderung von Deutschen direkt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Das waren die Russlanddeutschen, die Deutschen aus Siebenbürgen und so weiter. Das hat sich gegeben. Und hier sind die Wanderungen von Nichtdeutschen, von Ausländern. Und Sie sehen am aktuellen Rand rechts, nimmt das doch deutlich wieder zu. Wir haben derzeit Migrationszahlen wie 1995. Wir haben natürlich noch nicht ganz das Niveau erreicht wie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Das wird ja wohl auch nicht kommen. Aber gemessen an der Zeit seit 1995 ist es schon beachtlich. Seit 20 Jahren wieder eine Massenimmigration nach Deutschland. Woher kommen die Migranten? Die Franzosen sind es nicht, die Türken auch nicht, aus den USA ein paar Griechen kommen neuerdings. Spanier, sehen Sie, das zieht schon deutlich an. Italiener kommen wieder, die in den 60er Jahren schon gekommen waren, und Ungarn, Bulgaren aus Osteuropa halt insgesamt, Rumänen und hier die Polen. Es sind vor allem Polen, die neuerdings nach der Herstellung der Freizügigkeit nach Deutschland einreisen und hier in Berlin nur 100 Kilometer oder so von der Grenze entfernt, werden Sie das ja ganz deutlich merken, wenn Sie also Handwerker suchen. Das sind ja wohl in erster Linie Polen, die Sie dann finden. Und die Türken, die ja nun also einen großen Anteil der Bevölkerung schon ausmachen. Nun, das sind die Zuzüge aus der Türkei, das sind die Fortzüge in die Türkei. Und was Sie hier sehen beim Saldo ist, der Saldo ist negativ. Die Türken verlassen uns schon seit etwa 2006. Es gibt keine Zuwanderung mehr aus der Türkei, sondern es gibt im Gegenteil eine Rückwanderung aus Deutschland in die Türkei. Warum? Weil die Türkei boomt wie der Teufel. Da geht wirklich die Post ab. Man muss nicht mehr nach Deutschland kommen aus ökonomischen Gründen. Das Geld kann man jetzt auch zu Hause verdienen. Und gerade die, die hier vorher gewesen sind und ein Know-how mitbringen, können häufig viel damit zu Hause anstellen. Ja, wie sieht es aus mit der Frage des Brain Gain? Was ist das Bildungsniveau der Zuwanderer? Hier sehen Sie, dass also in Großbritannien ein großer Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung eine Hochschulausbildung hat. Die sind da ziemlich an der Spitze. Dann kommen hier viele andere Länder.
Und Deutschland sehen Sie ziemlich weit unten. Das ist Frankreich. Und hier kommt Deutschland mit nur 18,9 und ganz am Ende ist Italien. Italien kriegt also die am schlechtesten ausgebildeten Immigranten. Das sind vermutlich in erster Linie Immigranten, die aus Nordafrika nach Italien kommen. Aber auch aus Rumänien kommen ja sehr viele Arbeitnehmer nach Italien. Also es gibt hier schon so ein Selektionsphänomen, dass bestimmte Länder offenbar die besser Ausgebildeten anziehen und andere Länder, wie eben Deutschland speziell, die weniger gut Ausgebildeten anziehen. Warum ist das so? Nun, das hat sicherlich mit dem Wohlfahrtsstaat zusammen zu tun, den wir haben. Wenn man mal über alles rechnet, was das IFO-Institut in einer nun schon etwas älteren, aber glaube ich noch relevanten Studie festgestellt hat, ist es so, dass während der ersten 10 Jahre ein durchschnittlicher Zuwanderer netto etwa 2.400 Euro vom Staat bekommt, über alles gerechnet. Der zahlt natürlich seine Steuern, im Regelfall seine Sozialversicherungsbeiträge, aber er kriegt eben auch staatliche Leistungen umsonst, wie insbesondere die öffentliche Infrastruktur, die er nutzen kann, die hier eingerechnet ist. So dass man also per Saldo ein Geschenk bekommt, wenn man hierhin wandert, auch wenn man in ein Arbeitsverhältnis geht, weil wir ja doch eben einen umverteilenden Staat haben. Wer überdurchschnittlich qualifiziert ist, zahlt auch überdurchschnittlich Steuern. Er zahlt mehr Steuern, als er vom Staat zurückkriegt. Und wer unterdurchschnittlich qualifiziert ist, zahlt halt weniger Steuern und kriegt mehr vom Staat zurück, als er selber zahlt. Und dieser Gewinn führt natürlich dazu, dass insbesondere Menschen, die hier am unteren Ende der Einkommensskala sich oder Lohnskala sich in den Arbeitsmarkt integrieren, dass die es attraktiver finden zu kommen als die am oberen Ende. Und dieser Effekt wird ja jetzt gerade noch verstärkt werden. Selbst die CDU bereitet sich darauf vor, den Spitzensteuersatz jetzt zu vergrößern. Das wird diesen Effekt weiter verstärken. Und dann ist es ja so, dass wir in der EU, was wenige wissen, doch mittlerweile ein stark ausgebildetes Inklusionsprinzip haben. Das Inklusionsprinzip ist ja sowieso das Grundprinzip der EU-Integration. Es besagt, dass ein Migrant, ganz egal wo er hingeht, das Recht hat, dort an den steuerfinanzierten Leistungen zu partizipieren und des Sozialstaates zu partizipieren. Und konkret heißt das, dass wir ja seit 2004 die Möglichkeit haben, für Nichtarbeitnehmer in ein anderes Land einzuwandern. Man muss sich die ersten 5 Jahre dann ernähren dort selber, aber danach hat man das Daueraufenthaltsrecht ohne Antrag und auch damit den dauerhaften Anspruch auf die Sozialleistungen, die auch Einheimischen zur Verfügung stehen. Ja, wenn Sie also einen 60-jährigen Rumänen haben, hier, der nach Deutschland geht und sich dann 5 Jahre als Selbstständiger oder sonst wie über Wasser hält, mit 65 ist er nicht mehr arbeitsfähig und hat Anspruch auf die deutsche Sozialhilfe, die ein Vielfaches des Arbeitseinkommens eines Arbeitnehmers in Rumänien ausmacht. Und es ist klar, dass das natürlich auch beiträgt dazu. Der Deutsche Städtetag hat ja im Januar dieses Jahres einen großen Appell gerichtet an die Politik, der weitgehend ungehört verhalte, dass das so nicht weitergehen kann. Die Städte wissen nicht, wie sie mit den Sozialzuwanderern fertig werden sollen. Das Thema ist zwar politisch brisant und weitgehend tabuisiert, ist aber vom Städtetag in einer Erklärung in aller Deutlichkeit angesprochen worden. Die Deutschen wandern aus. Eigentlich ist die Immigration ziemlich groß. Man ist erinnert an die Zeit wie nach dem Krieg. Das sind die Vorzüge deutscher Staatsbürger brutto. Links sehen Sie das Jahr 1954 nach dem Krieg. Da fing die Statistik an. Und rechts sind wir im Jahr 2012. Das ist das Ende dieser Kurve. Und Sie sehen, wir haben heute wieder Zahlen, wie sie damals herrschten. In der Zeit des Wirtschaftswunders gingen die Vorzüge zurück
Aber dann in den 90er Jahren stiegen doch diese Vorzüge ziemlich stark an. Und gut, im aktuellen Boom geht es am rechten Bildrand ein klein bisschen wieder runter, aber insgesamt ist das Niveau durchaus hoch mit etwa 140.000, 150.000 Deutschen, die das Land jedes Jahr verlassen. Das ist brutto, das ist nicht netto. Die Nettozahlen sind noch etwas anders, aber es gibt sogar eben auch eine Nettoemigration. Wie Sie hier sehen, das sind die Zuzüge von Deutschen, das sind die Vorzüge und dies ist der Saldo, der liegt leicht im negativen Bereich. Wie alt sind die Migranten? Was ist das für eine Bevölkerungsstruktur? Nun, hier sehen Sie die deutsche Bevölkerungspyramide insgesamt. Sie sehen in der Senkrechten das Alter der Menschen. Die Breite zeigt die Stärke der jeweiligen Altersklassen an. Rechts die Frauen, links die Männer. Und wenn Sie mal die Migranten daneben halten, dann sehen Sie, das ist deren Pyramide. Und Sie sehen, dass insbesondere, das ist ja nicht weiter verwunderlich, aber es ist auch wichtig, das nochmal zu sehen, junge Leute um die 30 das Land verlassen und mehr Männer als Frauen. Aber auch die Frauen haben hier ihre Spitze im Bereich unter 30, 25, 26 Jahre. Wohin? Nun, einige in die Türkei. Wieso in die Türkei? Naja, das sind eingebürgerte Türken, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben, die in der Statistik dann mitgezählt werden als emigrierende Deutsche. Auch nach Polen gehen viele, nach Österreich, in die USA und insbesondere in die Schweiz. Nachdem die Freizügigkeit mit der Schweiz hergestellt ist, ist die Schweiz das Hauptauswanderungsland für die Deutschen. Dies sollte ja nur ein kurzer Anriss sein, denn mir sind ganz wenige Minuten gegeben worden. Ich darf zusammenfassen, Deutschland braucht Migranten, wir brauchen den Brain Gain aus dem Ausland. Deutsche und Türken wandern aus. Häufig die Deutschen in die Schweiz. Die Zuwanderung ist von dem Hochschulausbildungsniveau her sehr gering. Wir sind überhaupt nicht vergleichbar mit den angelsächsischen Ländern. Auch nicht mit, speziell nicht mit England, aber auch nicht mit Kanada, die hier sehr viel höhere Attraktion bieten für Hochqualifizierte. Was aber auch daran liegt, dass die ein Punktesystem haben. Die klassischen Immigrationsländer lassen ja nicht jeden rein, sondern sie gucken sich das genau an, wen sie reinlassen. Und je höher das Bildungsniveau ist, desto mehr Punkte kriegt man und desto eher darf man in das Land einwandern. Wir haben diese Strategie ja nicht, sondern wir haben stattdessen die freie Immigration durch die EU-Regeln in den deutschen Wohlfahrtsstaat, was denselben erheblich erodieren wird. In der theoretischen Literatur ist es klar, dass Sozialsysteme gar nicht existieren können mit freier Mobilität der Menschen zwischen ihnen. Das ist klar, dass die Belastung des Sozialstaates natürlich sehr stark zunimmt und wenn man nicht differenzieren kann zwischen Inländern und Ausländern, dann werden die Leistungen entsprechend runtergehen im Laufe der Zeit. Die Erosion des europäischen Sozialstaates ist unabweislich, unvermeidbar mit dem Inklusionsprinzip. Eine Alternative wäre ja, dass man ein Heimatlandprinzip für Unionsbürger einführt, denn man kann ja wohl unterstellen, dass jeder, der die Bedingungen für den EU-Beitritt hier erfüllt, in seinem Heimatland ausreichende Versorgung hat. Und warum sollte man jemanden, der diese Versorgung hat, daran hindern, diese Leistungen in irgendeinem anderen Land Europas in Anspruch zu nehmen?
also wirkliche Freizügigkeit bei der Bewegung im Raum in Europa, verlangt eigentlich das Heimatlandprinzip. Wenn ein deutscher Sozialhilfeempfänger nach Mallorca gehen will, um dort seine Sozialhilfe zu konsumieren, warum sollte man das denn verhindern? Im Moment wird es verhindert, weil er, wenn er nach Mallorca geht, sich an den spanischen Staat wenden muss, wo er nicht so viel kriegt. Also bleibt er lieber zu Hause in Deutschland, statt nach Mallorca zu gehen. Warum eigentlich? Das Heimatlandprinzip wäre die Alternative, um diese Dinge zu verändern. Wir haben insgesamt einen neuen Immigrationssturm. Europa ist gerade dabei, sich wieder neu aufzustellen. Das Euro-Modell hat nicht funktioniert. Südeuropa ist in einer Megakrise. 2/3 der jungen Leute in Griechenland und Spanien sind arbeitslos. Und was machen sie? Statt zu Hause auf ein Wunder zu warten, kommen sie nach Deutschland. Das ist natürlich gut für die deutsche Industrie. Wir sind im Moment die großen Profiteure dieser Krise. Aber es ist ja keine Lösung für die südeuropäischen Länder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.